Hallöchen, ihr Badenhausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Be Happy. So, da wir letzte Folge rausgefunden haben, dass auch mit Glowstone Mutagen produziert wird, haben wir natürlich einen kleinen Vorteil jetzt. Jetzt haben wir nämlich das Ding wieder voll. Und ja, wir machen jetzt weiter. Wir müssen die Ethereal machen. Das heißt für uns, wir müssten einmal die Arcane mit der Ethereal, mit der Supernatural kreuzen. Das gibt ein Ethereal. Und wir haben kein Labware mehr. Da müssen wir uns Labware wieder bauen. Labware! Ist ja kein Problem, da brauchen wir nur einen Diamant und ein paar Glaspaints. Nehmen wir mal 4 Diamanten mit. So, so. Sollte erstmal reichen. Das ging so, ne? Oder? Nein. Andersrum? Kann das sein? Ne, da war doch gerade. Ach so, okay. So. So. Wollen wir uns mal einen Stick machen. So. Dann haben wir mal wieder ein paar. Und wir wollten ja zur Skystone hin. Das werden wir auch tun. Da brauchen wir die Earthen für. So, du machst bitte... Achso. Natürlich wieder das. Ansonsten läuft alles noch. Yellorium läuft. Hier brauchen wir immer noch 10. Intellekt ist klar. Da haben wir 3. Die Royal Jelly wird auch produziert fleißig. Für irgendwann unsere Elviary. Und da... Entschuldigung. Und da sind wir immer noch bei. Mit dem Volk da. So, aber wir könnten vielleicht gleich die Quest fertig machen mit den Coils. Weil Silber hatten wir ja schon. Gold haben wir schon. Ne, Silber haben wir noch nicht. Gold, ne, Elektrum müssen wir noch machen und Gold. Das reicht aber leider nicht ganz. Aber wir haben schon mal einen Teil fertig. Ne, leider reicht es nicht ganz. Es fehlen noch 3. Na gut, aber immerhin haben wir schon einen Teil davon fertig. 3 Stück fehlen noch. Das heißt, jetzt fehlen uns noch 5 Redstone. Genau 5. So, und hier haben wir wieder ein paar Drohnen, die wir mal verfüttern können. Da auch. So, die gehen wir mal verfüttern wieder. So, 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 so. Scheiße. So, habt ihr noch was zu essen? Der Mana-Pool füllt sich mal wieder. Sehr gut. So. Mit dem Dingens weiß ich echt noch nicht, ob ich das mit einem Kreativ machen soll. Mit dem anderen Mana-Pool. Mal schauen, wie ich es mache. Achso, ja, ich sollte vielleicht auch die Serial mal da reinhauen, ne? Dann geht's auch. Bitteschön. Stimmt, ich hatte letzte Folge, hatte ich das ja aus Versehen verpeilt, dass man da, dass wir dort die Ethereal, dass ich die verballert habe. Stimmt, da war nämlich was. So, haben wir noch ein paar Drohnen, die wir da hinschmeißen können. Hau ab, du. Danke, S. Sehr gut. Dann habt ihr da noch welche. So. Esst, meine Freunde, esst. Und ich bin die ganze Zeit im Überlegen, ob ich die Dingens machen soll. Die Kohle. Die Endoflames. Ob ich die vielleicht auch machen soll, weil Kohle produzieren wir auch die ganze Zeit.
Aber das schauen wir mal. Ich will jetzt erstmal hier Richtung Ethereal kommen, sowie würde ich gerne jetzt die Coils fertig machen, weil wir haben genug Redstone. Das heißt, es reicht. Das heißt, wir haben endlich mal wieder eine Quest fertig. So, da sind sie, die ganzen Coils. Ich sollte vielleicht aber erst was ablegen, weil ich glaube, das wird jetzt ein bisschen voll hier alles. So, ja gut, das sollte reichen. So, und zwar beim Machinery, da Manual Submit und ich möchte gerne eigentlich die reich... Ne, warte mal. Die brauche ich eigentlich nicht, aber die nehme ich trotzdem, weil die teurer, viel teurer sind, die Sachen. Aber gut, jetzt haben wir jetzt ein paar Maschinen gekriegt. Was wir damit anfangen, weiß ich nicht, aber gut, wir haben sie. Schauen wir mal, was wir damit machen. Induction Smelter können wir mal hier hinstellen. Den Glacial, den können wir hier hinstellen. Dann haben wir noch einen Energetic Infuser, den wir eigentlich nicht brauchen. Den Cyclic Assembler, aber alles wäre so eine Maschine. Deswegen gar nicht mal so scheiße, muss ich sagen. So, wir haben jetzt natürlich Magma Crucible und all so ein Geschlunze, Cyclic Assembler. Energetic Infuser, um was aufzuladen. Hier das Ding, womit wir aus Wasser Snow machen können, wenn wir Bock haben. Oder Eis oder sonst irgendwas. Induction Smelter. Ich weiß nur noch nicht, was wir... Obwohl, gut, das Redstone-Zeug ist gar nicht mal so scheiße. Weil das können wir für den Big Reactor dann benutzen. Wenn wir den bauen. Hier haben wir wieder 11. Die hauen wir mal wieder da rein. In der Hoffnung, dass wir irgendwann genug davon haben. Der hat 24, ist immer noch nicht durch. Der ist auch noch nicht durch. Alles dauert hier, alles dauert und dauert. Hier loben wir immer noch nur 5. Da fehlen immer noch 8. Wither, ja, Wither ist auch so ein Ding. Ob wir einen Wither wirklich schaffen, ohne Probleme, ist auch so eine Frage. Hier fehlt der Royal Jelly. Guck mal, ein Stick haben wir schon drin, ein Ding. Beeswax und Cluster fehlen wieder. Beeswax und Cluster kriegen wir doch alles rein. Kein Problem. Beeswax und Cluster. Und du kannst wieder produzieren, mein Freund. So, weil wir haben noch 5000 Honey da drin. Wie viel brauchten wir nochmal? 27 mal 8 sind zu viele. Ich glaube, 3 Stacks braucht man insgesamt. Irgendwie sowas. Könnte sein. Ich glaube, 3 Stacks brauchte man insgesamt. Ah, guck mal an. Und jetzt ist er wieder fast leer. Wusste ich. Wir haben aber wieder eine Botanikdrohne. Auf das wir jetzt wieder ausprobieren, ob wir da was kriegen. Was ich nicht glaube, dass wir die Spezies herauskriegen, was natürlich richtig geil wäre, weil dann hätten wir es. Von Botania, die Biene. Ich glaube eher nicht. Nein. Speed slower. Toll. Okay, auch nichts Besonderes. Leider. Tja. So, dann lassen wir die Seal nochmal durchlaufen. Hallo? Wenn es geht. Und die Ethereal war jetzt mit, ich weiß gar nicht mehr für, mit was, für die Earth mit der Supernatural. Ach, da brauchen wir die Königin gleich sogar. Weil wir haben keine Supernatural mehr. Nur noch Drohnen. Wir haben noch Gold, eine Goldbiene haben wir auch noch. Industrious. Genau, wir müssen gleich die Prinzessin einmal nehmen. Dass wir die Earthen kriegen. Und die dann mit der Windy kombiniert, ist dann unser Skystone. So sieht es nämlich aus. Wenn ich dann mal wüsste, wo unsere Windy ist. Da. Ach ja, das stimmt, da haben wir welche für ihn gekriegt. Schönes Ding. Da können wir nämlich die auch nehmen, die Prinzessin dann. Aber der läuft jetzt erstmal durch. Tja, 25, fehlen immer nur 7. Was das immer alles dauert hier. Dauert.
Das Problem ist, mehr Apiaries bringen mir jetzt auch gerade nichts, weil ich im Endeffekt. Ja gut, bringen tun sie natürlich was, aber bis ich die dann gebaut habe, das ist halt so ein Ding. Die normalen Apiaries, naja. Die bauen soll, ist auch so eine Frage. Ja. Das heißt, wir warten jetzt eigentlich auf die Ethereal wieder. Wir warten eigentlich darauf, dass überhaupt mal irgendwas fertig wird hier. Haben wir denn irgendwas, was wir noch mit Sachen bauen können? Wir können die Forestry Farm anfangen. Das könnten wir wohl tun. Gut, Skystone ist klar. Resources. Brauchen wir immer noch Slime und Fleisch? Slime, die wollte ich auch noch machen. Die Slime. Obwohl ich ja gerade im Überlegen bin. Obwohl doch, 64, doch. Da dauert ein bisschen, bis wir das Slime haben. Oder war das überhaupt ein Flash für Slime? Aber da brauchst du, glaube ich, viel Mana für, ne? Oder? Ach ne, aus dem Propolis haben wir das immer gemacht. Stimmt. Aus dem Propolis. Aber Propolis haben wir, glaube ich, nicht so. Ne, 5 nur. Viel zu wenig. Viel zu wenig. Was soll's? Wir haben ja keinen Stress hier, dass wir hier elendig lang auf irgendwas warten müssten. Eins der Blöde ist halt echt der Schrott hier. Da brauchen wir immer noch 3. Da ist immer noch 27 von dem Kack. So, hier Honey, kannst du mal machen. Bitteschön. So, Magic Rex haben wir auch ohne Ende. Wie sieht das aus? Du hast keinen Honig mehr, ne? War klar. 3 Stacks brauchen wir davon. Wie gesagt, das dauert ein bisschen. Ein bisschen sehr lange sogar. Das dauert ein bisschen sehr, sehr lang, bis wir das fertig haben. Obwohl das ja immer so nach und nach alles produziert wird. Warum haust du denn jetzt da rein? Wie gesagt, 8 Stück mal 27 brauchen wir davon. 3 mal 3 mal 3 muss man machen. Das heißt 27 Blöcke. 160 und 56 sind 216 braucht man sogar. Also das ist mehr als 3 Stacks sogar. Krass. So, die Ethereal ist durch. Das heißt für mich, die Drohnen können mal hier weg, bis auf eine. Weil ich gerade Blödsinn erzähle, weil die brauche ich mit der Supernatural erst. Weil ich brauche ja die Örsen. Örsen. Die Örsen brauche ich. Da, die. Mach fertig. Zau ich dich. Die Ursen Queen. So, dann haust du natürlich wieder Fertility da drauf. Und gib ihn. Dann kannst du nämlich auch durchlaufen, mein Freund. Und die da mit der Windy gibt dann die Skystone. Und Skystone brauchen wir halt für eine Quest. Für vielleicht irgendwann mal ein Immersystem. Jetzt mache ich mal ganz schön ein bisschen hin und her hier alles. Aber gut. Irgendwas ist ja immer. Könntest du mal ein bisschen mehr produzieren, hier, du Stück? Ist ja der Hammer. Aber wir haben da ein bisschen Redstone, immerhin. 13. Besser als nix. So. Ja, im Endeffekt. Im Endeffekt brauchen wir gerade Zeit. Einfach nur Zeit. Ist das, was wir gerade brauchen. Sonst nix. Das ist halt das Blöde momentan. Wir müssen einfach nur abwarten. Das ist leider gerade das Blöde. Wir könnten aber auch... Ach ja, wir könnten auch
so langsam auch hier anfangen. Color müssen wir auch noch fertig machen. Da fehlen noch ein paar. Wo wir auch schon viel von haben. Gut, da sind wir sowieso bei. Das dauert noch ein bisschen, bis wir das haben, glaube ich. Ja gut, Store ist klar. For the Breeding sind wir ja auch bei. Wir könnten langsam eigentlich wirklich die Forestry Farm anfangen. Da brauchen wir aber einiges für. Kann ich euch sagen. Da brauchen wir nämlich Tin Electron Tubes. Und das nicht wenig. Wir brauchen pro Ding brauchen wir halt immer 2 Kupfer. Das heißt, wir brauchen insgesamt mindestens 66. Plus aber noch hier. Da brauchen wir auch Farmblocks. Das heißt, wir brauchen mindestens 3, glaube ich, mehr, ne? Genau, 3. Wir brauchen 36. Das heißt, wir brauchen mindestens 36 mal 2. Das ist schon mal mindestens 62 Kupfer. Barren, wohlgemerkt. Und das ist eine Menge. Das ist eine wirkliche Menge. Das weiß ich gar nicht, ob wir das wirklich hinkriegen so schnell. Aber wir können sie anfangen, was soll's. Bevor wir hier gar nichts machen und rumpimmeln, können wir auch das machen. Ich glaube zwar nicht, dass ich da so viel Kupfer schon habe, aber wer weiß das schon. Weil wenn ich überlege, das war jetzt nur aus den Apiaries raus, da haben wir schon 40 Barren, mal eben. 40 ist ja schon mal was. Wir brauchen aber auch noch Tin ohne Ende. So. So. Gucken wir mal, wie viel wir kriegen. Ja, ist auf jeden Fall einiges, was wir rauskriegen. Definitiv sogar. Ich glaube, das könnte sogar reichen. Das könnte, glaube ich, sogar reichen. Wir haben jetzt 78. Da hatte ich ja 36 mal 2 sind 72. Das würde sogar reichen für die Farmblocks. Außer wir müssten noch irgendwo was brauchen. Hedge brauchen wir nur Tin. Und Ralph brauchen wir auch nur Tin. Tin ist natürlich jetzt ein Problem. Tin brauchen wir einiges. Zinn brauchen wir alleine. Wir brauchen pro, also 36, das sind 9. 9 mal 5. Das sind schon mal 45 plus Gears, wo wir pro Gear nochmal 4. 45, 49, 53, 57, 65 und 69. 69 Tin brauchten wir insgesamt dafür. 69 Tin haben wir im Leben nicht. Das glaube ich nicht, dass wir so viel haben. Weil Zinn haben wir, glaube ich, letztes Mal ziemlich viel verballert für irgendwas. Ich sehe nämlich gar keinen Zinn mehr. Acht, wow. Das haben wir definitiv noch nicht. Also so viel Zinn haben wir noch nicht. 65 definitiv nicht. Leider. Leider nein. 24 gerade mal. 33 haben wir gerade mal. Reicht bei weitem nicht für die Farm. Wie gesagt, wir brauchen insgesamt 65. Also heißt, Zinn müssen wir auf jeden Fall mehr haben. Wir könnten natürlich die schon mal anfangen. Da brauchen wir Redstone, ein bisschen Glas. Redstone haben wir. Glas haben wir auch. Da kannst du Sand oder Glas reinkloppen in dem Ding. Das ist scheißegal. Ja, vielleicht nehme ich der Tin auch mal mit. Wir brauchen, was habe ich gesagt? 36 davon. Das heißt, wir brauchen 36, 9 Mal brauchen wir das. Das reicht dann sowieso nicht. Oh, toll. Haben wir. 24. Immerhin, noch 12 Stück, dann hätten wir das. Dann hätten wir das sogar fertig. Aber das ist halt leider, kriegen wir das so sonst nicht hin. Der Stonebricks brauchen wir auch noch, ist klar. Das ist scheißegal, was man nimmt. Man kann alles mögliche nehmen. Man kann hier Netherbricks nehmen, dann sieht die aus wie Nether. Und Chisel und Sandstone und Bricks und normale Bricks.
Man kann eigentlich alles benutzen. Oder fast alles. Halt immer alles aus Bricks. Ja, das heißt für uns aber auch, wir müssen Stone brennen. Ja, wir haben noch ein bisschen, haben wir noch. Okay, brauchen wir doch nicht, wahrscheinlich. Nö. Weil ich glaube, du brauchst immer nur einen, ne? Ja, und dann haben wir das auf jeden Fall fertig. Dann haben wir die Stone Bricks auch schon. Das heißt, wir bräuchten nur noch Slabs ohne Ende. Nämlich Wood Slabs. Wooden Slabs. Brauchen wir dafür und das nicht wenig. Aber das kriegen wir auch hin, denke ich mal. Wir brauchen dafür insgesamt 72. Willst du mich jetzt verarschen? So ein, noch ein. Hallo? Danke. Ich glaube, das hackt hier. Aber so ein hoher Baum hier. Toll. So, da haben wir schon wieder zwei. Guck mal an. So. Ich hätte mir längst schon eine Eisenaxt machen können, wenn ich will. Leider kann ich mir noch keine... Obwohl, ja, könnte ich auch schon machen können. Ich hätte mir auch schon eine Lumber-Axt machen können, im Prinzip. Ich glaube, Eisen haben wir genug dafür. So. Dann bauen wir wenigstens schon mal die Slabs fertig. Dann haben wir das schon mal. Was hatte ich jetzt gesagt? 72, ne? Das heißt mindestens 10. Machen wir mal so. Das sollte reichen. Und da sind noch ein paar Saplings runtergekommen. Sehr gut. Nehmen wir mit. Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ich hau noch kurz einmal die Earthen einmal hier rein. Was kommt da eigentlich raus? Clay. Ah, toll. Da gibt es auch Clay. 60% Chance. Ja, super. Du kannst auch hier unten rein. Das ist auch für die Farm. Das Holz können wir da hinten wieder reinpacken. Weil ja hier sowieso das Gelumpe durchläuft. Jetzt haben wir schon 4 wieder mehr. Super. Ist ja der Shit wieder. Haben wir noch Honey? Ja, haben wir sogar. 45. Die hauen wir natürlich auch da rein. So. Gut, dann würde ich sagen, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wird einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde. Be happy. Tschüssingen.